Und ein herzliches Willkommen zurück. Hello bei Silence. Ich bin von Lyra Gameplays als Hobby. Und wir müssen den Splitter da oben rechts, wo der Sure runterhängt, auf diesem Grammophon irgendwie wegnehmen. Und das kriegen wir doch eigentlich, denke ich mal, ganz gut hin. Wir haben ja alles hier schon zusammen zurecht gemacht. Und das hatten wir ja das letzte Mal schon fast hingekriegt. Was denn jetzt? Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Hallo? Die Maus reagiert gerade plötzlich ziemlich langsam. Jetzt wieder schnell. Ich glaube, die Gummischleuder reagiert gerade nicht. Vielleicht kriegen wir es ja jetzt hin. Irgendwie ist die Luft draußen von dem Ding. Okay, da kommen wir nicht rein. Okay. Wie kommen wir jetzt da oben hin? Ich hätte eigentlich gedacht, wir müssen hier auf die Pauke springen. Aber diese Gummischleuder funktioniert wohl irgendwie nicht. Ah, doch jetzt. So also nicht. Okay. Was können wir jetzt mit Feuer machen? Okay. Okay, doch eigentlich so leicht. Und der Sura wird jetzt geräuchert. Achso, muss nichts mehr machen. Wir brauchen jetzt die zwei mutigsten Lumis. Wer will zuerst durchs Rohr klettern? Hey, hier geblieben! Oh nein, wo wollt ihr denn hin? Wo sind die jetzt hingegangen? Und wo wird der Spot jetzt rauskommen? Wenn er rauskommt, ist er ja ganz allein. Ich bin nur froh, dass alle hierher gelaufen sind und Spot in Ruhe lassen. Ich muss jetzt wahrscheinlich die Lumis finden, ne? Nehme ich mal an. Der hat nichts gesehen. Er hat ja am Po keine Augen. Der hat überhaupt keine Augen. Können wir jetzt hier dran drehen? Ob da ein Lumi drin ist? Nein, geht nicht auf. Hier versteckt sich kein Lumi. Viel zu fischig. Du hast nicht zufällig gesehen, wo die Lumis sich versteckt haben? Ja, gibt ja nur das faulige Obst, ne?
und Süßigkeiten waren, der allerdings schon voll... Obst mögen die Lumis nicht. Die Lumis lieben Süßes, genau wie ich. Sie haben den Stand bereits geplündert. Ach, halt. Nee, da kann man nicht hin. Geht nur weiter zu den Kanälen. Aber was sollten die Lumis dort? Wüsste ich jetzt zumindest nicht. Wir werden sehen, ob die da jetzt sind oder nicht. Viel Weg gab es ja nicht und zum Hafen wollte die kleine Winnie ja noch nicht. Ah, da haben wir schon einen. Und da blubbert einer. Oh, der Arme. Warte, ich trockne dich gleich ab. Hey! Keksdose. Da steckt der Lumi da natürlich drin. Aber ich wusste, dass man den Eimer mit der Angel holen muss. Hab dich! Und die Musik dazu, ey. Da haben wir doch einen Lumi, den wir vielleicht ins Rohr kriegen können. Wirklich das einzig Negative an diesem Spiel finde ich diese Ladezeit. Ich weiß nicht warum. So anspruchsvoll ist das Spiel jetzt eigentlich auch wieder nicht. Hey! Okay, mit denen können wir auch was machen. Da ist einer. Oh, weg. Okay. Vielleicht ist der jetzt nach oben gesprungen zum Trauerklos von namens Clown. So, kriegen wir den da durch? Wie soll der da durch? Pass auf, gleich wird's lustig. Sedwick? Ja? Ich muss jetzt das Rohr zumachen. Okay. Dann schnapp ich Spot und den Splitter und wir treffen uns am Hafen, okay? Findest du denn da alleine hin? Na klar. Und du? Sicher. Na dann, bis gleich. Bis gleich. Du krabbelst jetzt zu Sedwick hoch. Gut, ich finde erst deinen Freund. Dann geht's aber los. Abgemacht? Yay! Einer ist doch hier runtergegangen. Aber hier gibt's sonst nichts. Hier hat sich keiner versteckt. Ich hoffe, die Lumis helfen Sedwick weiter. Das macht ihr doch, oder? Eieiei. Wo ist denn der andere jetzt hingefallen, so gesehen? Der ist doch total hochgeschleudert. Alles in Ordnung da unten, Spot? Okay. Am besten hole ich Spot erst hoch, wenn ich alle Lumis eingefangen habe. Ja, das war mir jetzt schon irgendwie klar. Aber einer ist doch hier hinten hingerannt und hier kann ich aber nicht gucken gehen. Ich kann mir nur wieder zurück zum Marktplatz gehen, aber da ist eigentlich auch keiner mehr. Jedes andere Open-World-Spiel braucht überhaupt keine Ladezeit, weißt du? Ich habe eine... Ah, da. Fehlt da aber trotzdem noch einer.
Hey, den hätte ich doch jetzt. Hab dich. Geht doch. So, den stopfen wir jetzt noch hinten rein. Hey, meine Schnur. Na schön, behalt sie. Schenke ich dir. Achso, da ist noch was Süßes dran. So, jetzt kannst du mit deinem Freund um die Wette krabbeln. Ich mach das Rohr besser zu, damit ich sie nicht wieder einfangen muss. Und wo ist der dritte? Das waren auch drei. Na, hoffentlich krabbeln die nicht noch nach unten. Bob, die Lumis sind zu dick. Sie klemmen im Rohr fest. Was soll ich jetzt machen? Ach, dem Spot fällt doch was ein da unten. Wir haben ganz viele Gasluftballons noch da unten im Keller. Damit können wir bestimmt was anstehen. Hast du eine Idee? Hey, Spotty, hallo? Den Schalter müssen wir betätigen. Und da komme ich doch so gar nicht dran. Ach, sonst kann er sich damit immer so fett lang machen. Okay. Mit Feuer konnten wir was mit diesen Rohren da machen. Noch ein bisschen Helium, das brennt ja vielleicht auch. Hast du schon eine Idee, Spotty? Hast du schon eine Idee, Spotty? Okay, nee, geht wohl nicht. Fahr ich ja jetzt in die andere Richtung? Oder gerade lassen? Okay, auf jeden Fall nicht so rum. Machen wir es mal so. Okay, so passiert auch nichts. Was haben wir denn noch so zur Auswahl? Eigentlich nichts mehr, ne? Eigentlich nur der Pumpenhebel. Mit dem Luftballon hätte ich jetzt gedacht, könnte ich da dann hochfliegen oder sowas, aber kann man nicht nutzen. Da komme ich vielleicht auf die Kisten, kann über die Kisten da hinspringen.
Toll, nee. Das muss doch so irgendwie funktionieren. Ich kann mich leider nicht größer machen, sodass ich dann... Komische Sache. Wenn ich nochmal durch die Zauberkiste gehe, was passiert dann? Okay. Interessant. Also pass mal durch. Ja, jetzt werden sie hochgeschossen, die Lumis. Hoffentlich passt der Cedric jetzt auf. Nicht, dass sie zu weit hochgeschossen werden. Was denn? Ihr hässlichen Kartoffeln sollt die tollen Lumis sein? Versteh einer Mädchen. Da steht sogar noch einer da hinten. Wurzeltrott. Hey! Wurzeltrolle. Komm her, Freundchen. Wow. Ups. Ich frage mich, wie man auf solchen Stummelbeinen überhaupt laufen kann. Der hat ausgelutscht. Oh, die Angelschnur. Wozu das denn jetzt? Nein. Das war ich noch zu weit weg, hä? Huh? Hierhin vielleicht? So klettern die sich dann, ja, wenn genau. Wenn sie so clever sind, wie sie aussehen, werden sie darüber stolpern. Das sind wie so Pokémon, die sagen immer nur ihren Namen. Lumi, Lumi, Lumi. Verdammt! Ihr krummbeinigen Kartoffeln! Ich hätte die eher mit den Luftballons verbinden sollen wahrscheinlich, damit die auch hochfliegen. Ich nehme eine hochwerfen kann ich die bestimmt nicht. Das heißt, weiß ich nicht. Wir werden es gleich sehen, ob die so angenommen werden oder nicht. Von den kleinen Mädchen. Ich hab was für euch. Lumis! Oh, wie putzig. Sowas von knuffig. Schau mal, wie komisch der brummt. Was ist das jetzt? Ah, ein Tropfen. Fängt es jetzt an zu regnen? Oder wie durfte ich den Tropfen auf der Pfütze jetzt... verstehen. Ich weiß es gerade nicht. Das will sich mir noch nicht erklären im Kopf.
Aber mal gucken, ob wir das nachher herausfinden, nee. Wenn die Ladezeit mir fertig ist. Es regnet. Das will es mir uns damit sagen. Gut gemacht. High five. Peng. Yay. Sehr schön. So, das war's mit diesem Teil von Silence. Ja, wie gesagt, ich kann es immer nur wieder sagen. Ich finde das Spiel einfach nur putzig. Das ist niedlich. Kein Actionspiel. Ich weiß, es passiert nicht viel. Aber trotzdem ist es einfach niedlich mit anzugucken. Ich gucke ja auch hauptsächlich. Hier und da drücke ich mal was. Muss halt mal was zusammensuchen. Aber hauptsächlich gucke ich hier eigentlich auch nur das Spiel. Genau wie ihr dann. Und ich finde es einfach niedlich und will natürlich auch gerne wissen, wie es ausgeht. Wie so ein normaler Märchenfilm halt eben auch. Ich hoffe, euch geht's genauso und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder. Ihr dürft gerne einen Daumen nach oben da lassen und ein Abo, dann verpasst ihr auch nichts und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder oder auch bei einem anderen Let's Play. Ja, viel Spaß noch bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Auf Wiedersehen. Tschüss.